400 Kilogramm Erdäpfel haben sie in Schnitzeln, also in so Chips geschnitten und braten es aus in 6 Fritteusen. Ihr gebt euer Bestes. Super macht ihr das. Danke.
darf Sie noch einmal ganz, ganz herzlich begrüßen, darf Ihnen schöne Stunden in Litschau wünschen und darf den Herrn Oberkapellmeister nun den Taktstock schwingen lassen. Ein schönes Fest in Litschau. Dankeschön. Die Kartoffel ist für das Waldviertel eine ganz, ganz wichtige Frucht. Die Bauern haben damit eine sichere Einnahme. Die Industrie, die Kartoffel sehr in großen Mengen, in riesigen Mengen kann man sagen, verarbeitet. Und auch die kleinen Veredelungsbetriebe haben hier eine gewaltige Wertschöpfung. Alles in allem ein ganz wichtiges Fest, das... Und heißen Sie ihn herzlich willkommen, unseren Karl Schmutz. Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht über den Erdäpfel. An einem Erdäpfel, man sagen kann, da liegt wirklich viel ins Strau. Er ist ein richtiger Waldviertler, meiner Söh. Da bin ich ein bisschen überheblich, gell? Er ist eine ganz tolle Knolle. Das hört man rund um den Dumpf, alle. Ja, es ist schon wirklich allerhand. Sogar im Ausland ist der Waldviertler Erdäpfel bekannt. Drum sind wir gar so stolz auf ihn, weil überall gegessen wird so gern. Ja, und dieser verschiedenste Art und Weisen kann man in seinen Erdäpfel verspeisen. Ich hätte schnell ein paar Sachen sag, die man auf Anhieb so einfach grad, da war das Erdbegolasch und das Püree, der Erdbeerester und Soufflé. Ganz wichtig ist der Erdbeerknödelsneiner, den wird saniert keiner. Oft Nucken aus Erdbeer und ein Schmoren, ja und nun auch in verschiedener Form. Erdbeersuppen, Schäferländerei, Stroh, Erdbeerkäse und ein Erdbeergrei.
Erbfilore, Erbfisterz und Palatschinken kannst du unter die Kochrezepte finden. Man nimmt ja mal Speilot und Salat und man kann auch Lädi essen grad. Na, so eben im Puder nur mit einem geschmackigen Topferkäs dazu. Ja, die Erbfischstangen waren auch zum Nenner. Unter Kroketten tut man die heute keiner. Aber da nur einer wollte für eine Spezialität, ohne einen Erdbetag nichts geht. Das wisst ihr sicher, oder nicht? Bei dem Abendzelten ist da gedreht. Ja, und zum Machen wird jetzt locker. Sogar einen Schnaps kann man von Erdbeeren machen. Der Erdbeer passt halt nur in unserer Zeit, wenn man nur an Don Fritz denkt heute. Ohne deiner, das kein Essen wart bei unseren Kids, wenn es da keine gab. Da brauchen sie nicht einmal ein Fleisch dazu, wenn sie Pommes haben am Döller nur. Ja, zwei wichtige Produkte, die wir jetzt noch fehlen, die hätte ich bald vergessen, um Gottes Willen. Natürlich ein Erdbeerpuffer, das ist gewiss, weil der ein Aushängeschild fürs Festo ist. Übrigens, die Litschauer haben die Jahr in weltgrößten Erdbeerpuffer gemacht sogar. Dann kennt sie uns auch denken, sind sie ins Buch der Rekorde gekommen. Und letztendlich füllen wir da nur Chips, weil ohne die gehen auch beim Fernsehen nichts. Und gerade die tun heute auch der Renner sein. Schaut's um mit dort, dort steht schon drin. Ja, in der Schrammelstadt, da ist die Woche, wie ein Jahr, das Erdbeerfieber ausbrochen. Weil am Erdbeer kein Weg vorbei ihm geht, der gehört sein Waldviertel, wir Samen im Gebet. Dankeschön. My lips are the sweeter things in you. But somehow or other, nothing comes through to the end. This is a crazy world, I know. I'm more. When you're away, there is a day, and that's a lonely.
Lino, Jambalaya. Dankeschön. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen von Frau Lütschau und auch in meinem Namen ganz herzlich bei der Auftaktveranstaltung unseres heutigen Erdäpfelufers ganz herzlich begrüßen. Frau Lütschau freut sich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind zu einer Vernissage, die ich glaube, der besonderen Art. Da steht drauf, Euregio Silva Nordica, das ist der Titel dieser Vernissage und bezeichnet eigentlich das, wo wir eigentlich leben, nämlich die Regio Silva Nordica. Das ist die Scholle, auf der wir uns befinden. Und wenn Sie sich dann die Bilder anschauen oder jetzt auch schon gesehen haben, werden Sie draufkommen, das ist eigentlich genauso, wie wenn man ein Fenster aufmachen würde bei uns zu Hause und hinausschaut. Das könnte unsere Heimat genauso sein, nämlich unser Waldviertel. Rovica hat sich ein Projekt in den Kopf gesetzt mit dem Titel Lebensart Waldviertel Südböhmen. In diesem Wortspiel steckt das Wort Art drinnen, von Lebensart, das man auch von englischen Art, die Kunst, ableiten kann und auch so verstanden werden soll. Ein Gemeinschaftsprojekt der Regionen, die zusammenwachsen sollen in einem zukünftigen gemeinsamen EU-Raum. Ich glaube, oder wir glauben, dass die Kunst einer der besten Schritte darstellt, um Menschen einander näher zu führen, um Grenzen abzubauen. Dieser Abbau von Grenzen ist, glaube ich, unser aller Anliegen für die nächsten Jahre und für die Zukunft. Wenn Sie die Bilder anschauen, so ist hier zumindest am Anfang gegangen, man ist vereinzelt sprachlos, wenn die Bilder für sich selbst sprechen. Und es freut mich sehr, dass es heute eigentlich schon die zweite Veranstaltung ist, die von Politscher ausgeht. Einer der ersten war die Nachbarschaft ohne Grenzen, das Fest, das in Hauptstadt stattgefunden hat. Und da sind wir jetzt im Zuge dieser Zusammenarbeit auf einen Künstler gestoßen, auf einen Fotografen, den Herrn Jirschi Tiller. Herr Tiller stammt aus Neuhaus und ist Fotograf, ein sehr vielseitiger Fotograf, wie Sie sich alle dann überzeugen können, der das Auge für das Detail oder für das Besondere hat. Für das Besondere, wenn man vor die Tür schaut oder aus dem Fenster hinausschaut und eigentlich vor sich nur die Natur sieht. Und wenn Sie sich die Bilder anschauen, werden Sie sehen, wie viel Hingabe und Liebe er versucht hat, diese Optik der Natur den Menschen ins Herz zu stellen. Willkommen, herzlich bedanken, darf Ihnen viel Spaß, viel Vergnügen bei der Ausstellung wünschen und uns von Politscher ein schönes oder hoffentlich, ein trockenes Fest zum Erdäpfelkupfer und wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Darf ich aber dann doch noch bei der Lebensgefährdung von Ihnen wieder. Thank you.
ihre Worte sagen, was Erntedankfest für uns heißt. Körbchen mit Brot. Dieses Brot bringen wir als Zeichen unserer Dankbarkeit vor Gott hin. Körbchen mit Gemüse. Gemüse, gewachsen in unseren Gärten. Gemüse, gewachsen den Menschen zur Gesundheit. Gemüse, gewachsen den Menschen zur Freude. Dieses Gemüse bringen wir als Zeichen der Dankbarkeit vor Gott hin. Früchte. Jedes Jahr warten wir auf sie. Früchte. Jedes Jahr freuen wir uns auf sie. Früchte. Jedes Jahr werden sie uns wieder geschenkt. Diese Früchte bringen wir als Zeichen unserer Dankbarkeit vor Gott hin. Sein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Sein, angenehmer Begleiter und Verschönerer unserer Feste, aber auch Zeichen der Nähe von Jesus. Diesen Sein bringen wir als Zeichen der Dankbarkeit vor Gott hin. Unser Leben ist wie diese Blume. Wir danken dir, dass wir leben dürfen. Wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen. Wir danken dir, dass uns so viele Menschen gern haben. Wir danken dir, dass wir glauben können, dass alles ist nicht selbstverständlich. Diese Blumen bringen wir als Zeichen unserer Dankbarkeit für Gott hin. Allmächtiger Gott, gütiger Vater, wir danken dir für unser Leben und deine Sorge um uns. Die Erde erfüllst du mit Gütern, lehrst uns, sie zu unserem Nutzen zu gebrauchen, aber auch mit denen zu teilen, die in Not sind. Du hast dieses Jahr gesegnet und uns eine gute Ernte geschenkt. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Erntekrone, für diese Früchte, die wir mitgebracht haben, deine Freigebigkeit zu streiten. Hilf uns, Not zu lindern und Freude zu bereiten, wie auch du uns in Not und Gefahr behütest und uns immer wieder mit Freude erfüllst. Darum bitte.
Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und wünschen Ihnen einen wunderschönen Sonntagvormittag hier in Witschau am Startplatz. Ebenso herzlich begrüßen wir unsere Freunde vom Schützenbund aus Bayern. Ich muss euch schnell was sagen, das hat sich einmal zugetragen auf der Wiesbahnheimer, gerade wo die Geschichte seinen Anfang genommen hat. Da sagt die Mann zum Kinderkind, du geh heim auf die Schwing und schau, ob der Tag schon geht, weil es am Bocher hergerichtet hat. Dazu wird gesagt, ganz wichtig ist, dass der Brot dort aufgeht, richtig. Die Müsli ist heim dann gegangen und tut nicht schlecht staunen. Wie kannst denn sowas gehen, was so ein Tag hat für ein Leben? Der ist nämlich heimlich still aufgegangen, schon viel zu viel. Und ist bereits gewollt über den Rand von der Bachau allerhand. Jesus, das ist nun nicht alles. In mir sein glaubt das Herz fast bis zum Hals. Der Tag nimmt über das Kastel zu längst und schon bald in die Stufe eingedrängst. Die Stufe, die steigen alle dort, weil der Nektar steigen zu tun. Das Mürzer rennt aufs Feld auf geschwind und morgen, Kind, was hast denn für einen Jammer? Ist der Brottag leicht schon gegangen? Da sagt die Mürzer aufgeregt drauf, dein Halt nimmt mehr auf. Der tut schon verleidert Baum, morgen, er zieht gerade die Stufe an. Dankeschön. Das verspreche ich. Hörst, wie ist es jetzt, sagt Neile geschwandt, der Mirz, kreuz zu ihren Eggspauen. Was bist denn du für ein Mann? Wie die jung du warst, ein Heiraten vor etlaer Jahr, da hast du mir fest versprochen, dass du alles für mich darfst machen. Sogar mir auf Händen tragen, wenn ich ja da sagen. Die Jahre sind vergangen und es ist ein rechter Jammer. Was ist da draußen nur geworden? Lass die Bedienung hinten und fahren. Die ganze Arbeit lässt auf mir, muss schuften alles wie ein Vier. Von den Versprechen seiner Zeit an mir genügt's mir heut. Jo, sagt der Bedächtige drauf, reg dich halt nicht so auf. Wie soll ich dich den Hirsten tragen? Du tust das da mit Gewicht schon haben. Dankeschön. Dankeschön. So, und dabei die Kapelle eine wohlverdiente Pause macht, bringe ich hier wieder ein paar Geschichten. Ja, ein wenig dazwischen bimmen. Der Xaver und die Zeitz wollten heiraten, noch in Lenz. Und so sind sie zum Pfarrer gekommen, ihn zu fragen, ob er sie eine Antwort nehmen, wo mir eine Trauung halt und wenn es ging, recht bald. Da kommt der Fahrer zu den zwei, na gefreut mich, das ist doch klar. Noch eins will dazu noch sagen, ich tue da dazu ein eigenes Schema haben. Tut die Braut noch Jungfrau sein, leit das Brautpaar mit der großen Glocke ein. Ist aber nicht mehr das der Fall, dann nehmen wir nur die kleine einmal. Dann möchte ich zur Sache kommen, welche Glocken soll ich bei Einkauf nehmen? Die Große natürlich schon von der Xaver stottern an. Nur die Zeinze tut noch überlegen und sagt seinem Vorherrn ein wenig verlegen. Ja, Herr Pfarrer, so soll es sein. Bin ich so warm mit der Kleinen ein paar Mal drei. Ein Zeitvertreib. Jeder, ob jung oder alt, einen Zeitvertreib hat halt.
Bei den einen da ist das Lesen, der andere tut das Langweisen, wieder einer Karten spielt und wird dabei recht wild. Der nächste halt ins Wirtshaus geht und dort ein edler Viertel hebt, wieder andere spazieren gängen oder beim Fernsehkistel hängen. Einer hat mir auf nur was gebracht, hat dabei heimlich in ihn reingelacht, wie er gemeint hat, sein bester Zeitvertreib, das ist und bleibt das Weib. Dankeschön. Herzlich willkommen zur Wahl, was wir jedes Jahr haben, Wahl zum Miss Erdäpfelkäfer und zum Mister Stärke. Unser Juryfeder können. Die Frau Magister Beatrix Miksche-Janku, die Frau Magister Elke Hoffmann, die Frau Magister Christine Ehrlich, den Herrn Professor Helge Wernicke und den Herrn Magister Johannes Kienast. Herzlich willkommen und herzlichen Dank an euch, dass ihr mich heute mit der Jury unterstützt. Lieber Herbert, wo hast du denn gefunden? Wie kommen wir zu so einem großen Ding? Mit der Hau habe ich ihn ausgeräumt. Das denke ich, wenn man so anschaut, dann muss er wirklich fast wie die Archäologen in Pinsau ausbuddelt haben. So, schau her. Also wie groß oder wie schwer ist dieser Kartoffel? 1,5 Kilo. Und kennst du Schwerte eigentlich? Das ist der schwerste jetzt von Österreich, von der Welt bis in Guinness Buch. Warte. Herbert, also das ist... Körperskultur. Ja. Und da hängt vier's alles da. Ja, kann ich vorstellen. Herbert, ich sage herzlichen Dank für dich an deine Präsentation. Lass uns ruhig noch bei uns liegen. Wer bist du? Werner Stangl. Der Werner Stangl spielt mit seiner Partnerin. Barbara Schierer. Die Barbara, wenn du dir kurz vorstellst, bitte. Schalko Birgit. Die Birgit. Sind wir schon Gerald? Der Gerald, ist derjenige mit der weitesten Anreise. Jetzt dazu zwei. Ich bin der Georg. Der Georg? Susan. Die Susan. Die beiden. Das Pärchen Numero 3. Und sagt sie gerade oder wie ich? Der Reinhard und die Martha. Unser Pärchen Numero 4. So, die Jury ist bereit. Zum Trinken habt ihr was? Ihr zaubert. Prost an euch. Wir dann ja, aber. Was muss ich? Wir dann auch anstessen mit euch, aber. Stelle? Was? Ihr seid Spitze, Freunde. Gemeinsam machen wir die Hellmann Polka. Das zweite Pärchen, die Barbara und der Werner, sind ebenfalls raus. So, das war's. Stopp. Pärchen. Also, wer erfährt, hätte doch deutscher tanzen. Ich glaube, ich glaube, ich möchte zu wissen, wie ich den Tanzschritte schieße. So, das erste Pärchen ist raus. Das zweite Pärchen, die Barbara und der Werner, sind ebenfalls raus. Stopp. Bitte, kannst du motivieren, kannst du wegraschen, kannst du ein bisschen anfeuern. Gut, das Zeitwerk drängt. Schaut ganz gut aus. Vorbei ist auch daneben. Das ist ein Zeitkick. Eine Grätsche. Ist schon ein Einschatz, ja. Magst du gar nicht motivieren mit einem Seil oder so? Gut, okay, er muss ja starten. Bist du drauf? Einen kräftigen Applaus, das Paar Nummer 4, der Rennen ist am Start und falls du ebenfalls wieder an, bitte. Gerald, so. Also, auf die Plätze, fertig und los geht's. So, jetzt fallen sie nochmal an. So. Also. Wahnsinn, ein Hole-in-One kann man sagen. Gut gemacht. Das heißt, das war für den Probeschuss, aber ganz toll gelöst. Reinhard, jetzt aber auf deine Zeit. Nein, das war eine ganz tolle, edelste Tröpfe und die Zassen schon verkosten. 11,1 Sekunden. Und besucht noch diese Sachen weitergehen. Am oberen Startplatz gibt es den Stand, also wenn Sie reinkommen, seid von Mittag Heidenreichstein, ein Stand von Frau Witscher. Müssen beide. Jetzt geht es darum, logischerweise nur aus der Schale die nächste Erdäpfelspirale raus zum Schnitzen abschälen. So, auf die Plätze, fertig, es gilt, ihr könnt anfangen. Und auch an euch bitte, fahrt es an, die beiden, und sagt so, als wisst ihr die Äpfel ein bisschen zum Publikum, dass sie sehen, was ihr macht. Wie machst du das?
es darf nur nicht abreißen, es kann auf einem ganz dünnen Faden hängen, das reicht. Nur wenn sie sagt, es ist aus, dann hört es einfach auf zu schnitzen, zum Schälen. Also man merkt, du machst es doch öfters. Ja. Er geht nicht um Zeit, lasst euch Zeit. Also habe ich die Ehre. Ein kräftiger Applaus für den Rainer. Schaut euch das einmal an. Also gar nicht so schlecht. Fähigkeiten unter der Weißstelle. Liebe Jury, Nessel, deine Wand, erzähl mir mal kurz den Publikum. Wer will mir den Erdäpfel gehalten? Den Erdäpfel kriegst du. Nee, erst was du. Schieben Sie, erst was du schon hast. Kann in etwa hinkommen. Also, wir lesen eine Leistung, bitte. Er kehrt wieder, geschenkt er dir noch ein. Geht dann auf. Da müssen wir einig. Und dann hast du noch eine Erinnerung an das Kartoffelfest. So, die Jury. 87 cm. So, jetzt hat's die Nächsten. Es gilt, auf die Plätze, fertig und los geht's. Der Gerald schält noch. Also ich glaube, auf den Kartoffelbügel drauf, bis zum Letzten. So, jetzt lasst ihn noch anfeuern. Kommt, die letzten paar 20 cm. Vielleicht schaffen wir's noch. Hey, ist wieder. War ja hochinteressant, ob sowas schon im Guinness-Buch der Rekorde steht. Ich sehe da so viel drinnen. Vielleicht gibt's auch das. So, das war's. Zeig's ihn bitte nochmal her. Einen kräftigen Applaus für den Gerald. Ist das jetzt mit einem Meter aus? Was soll's? Du hast dich noch geschickt. Hat sich jetzt schon 15 Meter draufgegangen. 150 cm. 150 cm. Ich glaube, er musste aufhören. Dann sehen wir dann die Schlange. Ein kräftiger Applaus für die zwei Neumannser. Auf die Plätze, fertig und los geht's. So, wie geht's den beiden? Schauen wir mal. Jedenfalls ganz gut unterwegs. Aber es fehlt wirklich die Geschwindigkeit, die Routine. So, da ist mir schon was runtergefallen. Das heißt, wir haben mal die erste Schlange. Schlangerl, ist das noch? Naja, gut, okay. Also, könntest du zu Hause drin, ebenfalls ein Spiel, was ihr ganz leicht zu Hause nachmachen könnt. So, liebe Gäste, es geht zum Endspurt und jetzt heißt es wirklich abreißen. Jeder hat drei Würfe, hat gut ausgeschaut, war leider zu kurz. Schaut auch ganz gut aus, aber das Ergebnis hört man noch. Ja! Ja! Man sieht, es geht. Das war der kleine Kübel mit 30 Punkten. 30 Punkte auf der Ruhe liegen bleiben. Sein Motto des heutigen Nachmittags, Rainer, auf der Ruhe liegen bleiben. Sein Motto des heutigen Nachmittags hat ganz gut ausgeschaut. Auch das hat ganz gut ausgeschaut. Geht zum Endspurt, liebe Gäste, feuert wieder unsere beiden an. Applaus mal, der Werner führt mal. Nochmal zur Frage, welche ist der bekannteste Schädling der Kartoffel? Die Antwort ist? Also die Mann. Der Kartoffelkäfer? Nein. Sie gegen rau Hände und Füße verändert findet. Ich gab diesen Kartoffeln ihren Namen. So, lieber Reinhard. Lieber Reinhard, das ist deine Frage. Du merkst, er schwitzt. So, lieber André, woraus wird der russische Wodka gebrannt? Seid ihr meiner Meinung? Da einen kräftigen Applaus für den Georg. Wir haben kein Problem. Frage Nummer 2. So, ich schaue, dass es uns nicht ist. Ist auch leicht. Wer entdeckte Amerika? Und in welchem Jahr? Nein! Das war gut, okay. Das war jetzt mal. Also, gut, also, wer entdeckte Amerika? Und in welchem Jahr war das? In welchem Jahr? Okay, die Frage für den Werner. Wie lautet die volkstümliche Bezeichnung der Kartoffel? Hat sie ja seiner Meinung? Wenn das stehen, einen rechtlichen Applaus bitte. Für den Werner nennen Sie mindestens 4 Zubereitungen aus Kartoffeln. 4 muss es nennen. Chips. Ja. Pommes. Ja. Pommes ist ein Pommes frites, das gilt nicht. Pommes hast du schon gesagt. Bratkartoffeln, das gilt. Und Kartoffelgrill. Gut, das muss an die Kirche. Recht, Neumannser? Bravo. So,